Und? Das war genau der Kick, den ich brauchte, mein Freund. Auf jeden Fall. Endlich haben wir mal, endlich scheint mal wieder die Sonne. Ja, so sieht's aus. Und damit, Freunde, herzlich willkommen zurück. God of War Ascension. Folge seht ihr ja oben in der, oder unten unterm Video. Ist bestimmt schon zweistellig. Ja, natürlich zweistellig. Wir sind im Kopf oder in dem Arm von Drinnereien. Wie heißt der Typ? Apollon? Ja, wir sind in dieser riesigen, kranker Typ, Alter, ich wüsste das. Wir sind in dieser riesigen Statue. Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Junge. Ja, wir sind auf jeden Fall, wir laufen in diesem, oh, das ist lecker, in diesem riesigen, in dieser riesigen Statue rum. In diesem Laden. LPD. Irgendwie. Boah, ich raste jetzt erstmal aus. Bam, Junge. Hättest du das mal bei dem Feuer gerade gemacht. Das wäre mega geil gewesen, hätte das übernommen. So, jetzt ist noch eine Frage, die wir uns alle stellen. Wie zur Hölle funktioniert dieses verfickte Game nochmal? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Drüber R1. War das nicht R1? Dreh dich mal in die Richtung drin rein. Nee, ich glaube, wir müssen Kreis drücken. Aber nein. Da doch, Kreis aktiviert unsere Special Poppies. Ja, aber wozu brauchst du die denn? Hä, nein. Das war R1. Da, sag ich doch. Ja, aber der hat es nicht gemacht, deswegen. Ja, du musst das springen. Deshalb. Okay, jetzt nach links gehen. Ich kann nicht über diese Brüstung gehen. Ja, ich sagte Brust. Du sagtest Brüstung. Eine Mischung aus Brust und Brüstung. Oh, ein Laufband, das es natürlich auch damals gab. Geh doch mal in eine andere Richtung, Junge. Da waren aber Truhen. Nein, ich wette, wir müssen nach rechts gehen. Du hast recht. Nee, ich glaube, wir müssen dahin. Da leuchtet was. Tatsache. Ja. Ich nehme mal doch hier dieses Mana. Tim, wie lange ist die letzte Aufnahmesession her? Eine Woche. Eine Woche. Das heißt, heute ist eine Woche später. Ja, das heißt, für alle anderen ist ein Tag später, aber für uns ist eine Woche. Also bitte verzeiht uns, wenn wir es nicht direkt alles so richtig gut hinkriegen, also richtig professionell, aber wir geben uns Mühe, wie ihr seht. Jump for joy. Aber ich finde es komisch, dass mir da nichts entgegenkommt, ey. So ein bisschen so, ja, meine Güte. Mal den Teufel nicht an die Wand. Erinnert mich an eine Szene aus Resident Evil 5 mit den Laufbänder da, weißt du noch? Ja, ja, wo dann die Leichen da... Ja, richtig mies. Kriegt ihr bestimmt noch irgendwann zu sehen. Ja. Hashtag winkt mit dem Zaunpfahl. So, was meinst du, macht das? Muss ich da springen oder meinst du da hinten drauf? Da bestimmt irgendwie... Ich weiß es nicht. Ja, nee, da bestimmt drauf. Ich glaube, da muss man später hin, aber weil wir einfach nicht an dieser kleinen... An dieser ganz kleinen Mini... was ist das? Brüstung? Ich habe irgendwie Bock auf Geländer. Brüstung heute. Ja, ne? Boah, ich wüsste gar nicht. Tim spielt übrigens nur so nebenbei. Ich wüsste aber überhaupt nicht, wie das Game geht. Ich auch nicht, ich überleg die ganze Zeit. Fuck, Mann! Boah, Alter. Wie genau? Wenn man das 7 Stunden durchzockt, ist das irgendwie einfacher. Ja. Okay, gut, ich weiß, wie der Defense. Defense auf L1. Was machen wir denn? Zauber. R2 war Zauber. Auf jeden Fall. Mach Zauber. Hey, du hast ein Trophäe verdient. Gut gemacht. Ja, ich hab mich ins Feuer schlagen lassen. Das war die beste Idee, auf jeden Fall. So, jetzt alle hier schön vereisen, Junge. Erstmal ein bisschen. Dann richtig fett pounden. Dann. Um Gottes Willen, ne? Ich glaube, ich habe noch nie so schnell die Steuerung für irgendein Game nicht mehr parat gehabt. Nee, ich komme langsam gerade wieder rein. Es wird irgendwie immer enger hier, aber wie wir wissen, eng ist immer gut. Hauptsache Arschloch. Wie hast du mich genannt? Alter! Müssen wir das nochmal machen, ey. Es wird echt ein bisschen... Wird ein bisschen heiß, ne? So. Ja, aber ein bisschen auch viel zu eng hier drin, ey. Die übertreiben mich doch hier. Ja. Ich find's cool, dass sie vor allem ihre eigenen Kreaturen opfern. Da ist dieser eine komische griechische, dieser Spartaner. Tötet ihn alle! Weltinteraktion. Mit Objekten interagieren. Vor allem, okay, nee, toll. Also ist das entweder so, was soll das denn? Muss ich die killen, bevor die zusammen sind, oder? Du musst die alle, ja. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Du musst die killen, bevor... Ich glaube, es ist das erste Mal, dass so eine... mich irgendwie was so typisch an God of War erinnert. In diesem ganzen Game. Das ist so eine Sequenz auf Zeit Gegner killen. Das wird richtig, richtig schwer. Sonst mach lieber die Feuer Magic irgendwie. Vielleicht ist die. Wir haben noch keine. Ja, natürlich haben wir Feuer Magic. Erstmal jetzt Eis, ey. Ich muss ohne Scheiß muss jetzt erstmal. Ja. Erstmal alles hier nutzen, ey. Das ist aber ein bisschen beschissener Einstieg, gerade stelle ich fest. Und nach so langer Zeit wieder in dem Game. So langer Zeit, ey. Ja, das ist das ewig. Ja.
Ja, das Problem ist, wir spielen ja zwischendurch noch andere Games. Man muss sich halt, man muss immer switchen. Dann ist natürlich dann immer die Seite im Vordergrund, da muss man darüber die Richtung. Ey, hört doch mal auf, mich zu schlagen! Leute, seid so nett. Hört auf, Tim zu schlagen, der kann sich nicht wehren. Und vielleicht außerdem keine Brillenträger. Hauptsache, ich werde jedes Mal in diese Scheiß. Fickt euch doch! Ich krieg eine Krätze ohne Scheiß und ich will das auch auf der höchsten Schwierigkeitsstufe durchspielen. Kann ich kniefen, ey. Mhm. Ey, ich weiß auch nicht, was ich hier machen soll, ne? Und wenn die so nah sind. Ich glaube, du sollst die. Achso, das meinst du. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab mich jedes Mal. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ohne Scheiß. Soll ich es schon probieren? Oh, bitte tu das, ey. Das ist kein guter Einstieg für mich. Oh, Scheiß einfach. Nur so, also ich spiele jetzt komplett zum ersten Mal wieder, deshalb. Muss man gerade mal hier so. Das ist, da ist Eis, da ist Dings drin. Genau, und mit L1 und Viereck oder Dreieck machst du halt dieses. Mach ich die. Sind das die Rage-Attacken? Nee. Rage-Attacken sind mit den Sticks, genau. Ja. Kann ich nicht hier irgendwie. Ich da nicht drauf? Nee. Ohne Scheiß, das ist 2 cm neben dir. Normal könntest du einfach da drauf springen, aber nein, du musst erst hinten rumgehen. Ich weiß nicht, mach ich Eis? Ich mach Eis. Ohne Scheiß, mach's. Eis ist hier. Also ich war jetzt gerade effektiv, aber ich war einfach zu doof. Ich glaube, du musst die so schnell killen. Das Ding ist, du wirst halt, ich habe keine Übersicht hier wirklich gehabt. Und ich werde einfach von allen Seiten geraped die ganze Zeit. Ja. Und dann vor allem, ja, ins Feuer. Ich kann irgendwie auch nicht einschätzen, ob ich einen treffe oder nicht. Oder konnte das nicht? Ja, einfach auf viel Glück, würde ich sagen. Also ihr seht schon, ich verlasse mich gerade mal nicht auf die Magic, da habe ich irgendwie nicht so wirklich Bock drauf. Ich verlasse mich drauf, die einfach zu ziehen und zu werfen, die Säcke hier. Komm. Ja? Du kannst ja noch Slow-Mo machen. Ich glaube, L2. So was Slow-Mo. Genau, dann kannst du ein bisschen, haben sie so ein bisschen eine Bubble. Okay, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss da die ein bisschen die Ice Magic gepoundet werden. Gute Idee, gute Idee. So, und ich glaube gleich dahinter machen wir die Feuermagic. Einfach nur, weil wir können. Ich will den. Bam, Freunde. Die habe ich eben probiert, hat irgendwie nicht bei mir funktioniert. Ja, du warst auf der Elektrowaffe. Das war. Ach, ja. Glaube ich zumindest. Jetzt wird's nämlich fies. Merkst du es? Ja, ich merk's. Machen wir nochmal Magic. Aber ich glaube, ich bin schon im Feuer, ne? Das ist echt mies, Junge. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Rausspringen? Nee. Junge, keinen Plan. Und schnell genug die killen, oder? Also wird jetzt am meisten. Ich davon ausgehen. Ja, aber wie kann man die noch schneller killen? Mit mehr Skill. Ja, wir haben, glaube ich, dreimal haben wir Magic. Also wir haben drei solche Mini-Balken. Ja, mal guck, wir haben. Ja, genau, wir haben drei Einheiten. Boah, ich muss. Magie-Einheit. Ja. Mana. Kapillarin. Manana. Manana. Mana, mana. Mana, mana. Mein Name. Ich will echt versuchen, die alle so auf einer Seite zu halten. So, voll ins Feuer. Ich finde das gerade mega anstrengend, ey. Ja, man muss lernen. Da merkt man, dass wir die Ultra-Profis sind. Es ist ja kein. Wir sind einfach in Love for Gaming, sind wir, oder? Ja, ich liebe Gaming. Ja, oder? Das ist meine Religion. Wir sind keine Pros, wir sind einfach nur in Love with Gaming. Ja. Das ist ja das, was uns ausmacht. Dass wir so richtig scheiße in Games sind wie jeder Zweite hier. Der uns zuguckt. Der uns zuguckt. Also einer von euch beiden ist echt scheiße. Ihr seid im Grunde das Gaming-Äquivalent zu Zitronen. Habt ihr gehört? Ich hab mich beleidigt. Ihr seid Zitronen. Du, ich hab dich eine Zitrone genannt. Scheiß Gefühl, was? Zitrone. Echt mal. Zitronen sind sauer. Gut überleiten. Ey, ich hab keine Ahnung. Ne? What the fuck mach ich hier eigentlich? Alter, ohne Flachs, ey. Vor allem, das liegt wahrscheinlich an. Alter, nicht dein Ernst. Soll ich nochmal? Willst du nochmal probieren? Ich weiß, ich bin mit meinem Latein fast schon am Ende. Irgendwie bin ich nicht so gerade auf. Ich bin gerade nicht so heiß, weißt du? Deshalb. Ja. Boah. Ich sag dir, irgendwie habe ich so das Gefühl, wir finden gleich raus. Ach, man musste nur. irgendwie so. Richtig billig. Nee. So, was hab ich gerade mit Feuer? Was mit
Ich muss mal gerade kurz ins Menü gehen. Ich wollte mal unsere Waffen nochmal gucken. Können wir nicht irgendwas pimpen? Vielleicht werden wir stärker. Hoffentlich ja. Noch irgendwas pimpen. Aber das war ein Nee, da. Das hier? Ja, die Souls. Wollten wir doch haben. Ah ja! Genau, dann pimpen wir die einfach mal drinnen rein. Was hat die denn an Magieangriff? Okay. Ich würde einfach sagen, einfach nur aus Prinzip mache ich das jetzt damit und probiere es aus. Ja, vielleicht hilft uns das ganz gut mit den Souls. Ja. Wäre doch mal eine Überlegung wert. Ja, interessant, was der Attacke ist. Soll ich die schon mal machen, oder? Das machst du dann, wenn du glaubst. Ja, ich mach's mal gerade noch nicht. Ah, die normalen Angriffe. Okay. Weißt du was? Die werden nicht mehr. Wow! Oh, das ist cool. Das gefällt mir voll. Auf jeden Fall. Geil, wenn so Hände auch einfach aus dem Boden kommen, ey. Hat schon ein bisschen was von Hentai gehabt. Hentai, ja, der Hand. War oh ja! Alter, ich hab's gar nicht gemerkt. Der Witz war viel besser, als ich ihn eigentlich antizipiert hatte. Okay, weißt du was? Mehr so mit Tentakeln hast du gedacht. Zeit für. Ja, einfach weil irgendwas aus dem Boden kommt und irgendwelche Leute halt. Ich finde das so geil, dass es einfach auf Pornoseiten Kategorie Tentakel gibt mittlerweile. Ist das so? Ja, weil Hentai nicht ausreicht. Weißt du was, ich mach's nochmal, aber ich glaube, es bringt einfach nichts. Aber ohne Scheiß, ich hab schon gesehen. Ah. Ich hab schon gesehen, also nicht angeguckt, aber die. Alter, kommen noch mehr, wenn die flachsen hier. Hab ich Bildchen, Vorschaubildchen gesehen. Von fuck you, Junge. Fuck you. Hier, weg mit dir. Komm her. Ach, ich kann die. Moment. Hä, was? Ist das Feuer gerade nicht weggegangen? Weiß ich nicht. Das ist zurückgegangen. Nee, das wackelt immer so hin und her. Probier. Also, sorry, Leute. Die Stelle ist gerade echt. Wir kriegen sie mir nicht gebacken. Whatever. Im Zweifelsfall, wenn es zu lange dauern sollte, packen wir eine Notiz ins Video, dass ihr es überspringen könnt. Aber, unser Kommentar ist verdammt unterhaltsam, ich würde euch also empfehlen. Guckt's weiter. Dann seht ihr, wie Tim den Wirbelwind macht. Ich glaube, du musst. Willst du gucken, ob du nochmal pimpst? Ich glaube, das musst du nochmal nachmachen, ne? Wenn nicht gespeichert. Tatsache. Boah, fuck it, da ist die Stelle schwer. Die nervt einfach nur. Aber das ist das erste Mal, dass wir an der Stelle hängen. Ist dir das aufgefallen? Also richtig hängen, ja. Ohne Spaß. Also, wo wir beide keine Ahnung haben, wie wir es lösen. Ja, pack da mal rein, oder? Was ist das, längere Angel? Nee, pack da mal nicht rein. Wir kriegen ja noch eine geile andere, hoffe ich mal. Werkzeug. Wie heißt es? Item. Power. Wahrscheinlich so die Eisenstiefel. Oder den Enterhaken. Oder das Deku-Blatt. Oder die Lohn-Lohn-Farm. Wer weiß. Aber das ist schon ganz geil, eigentlich, diese. Ja? Die beiden Magic. Ja, man muss einfach viel mehr arbeiten mit den ganzen Sachen. Ich habe auch vergessen, die Rage-Angriffe zu machen. Ich habe noch kein einziges Mal. Boah, ja, genau, die brauchte ich jetzt. Ja, genau, ich habe noch kein einziges Mal diese Rage-Angriffe gemacht. Bam, bam, bam. Könnte sein, dass das der Punkt ist, an dem man einfach nur erkennen muss, okay, ich muss alles, was ich habe, auch einsetzen. Zum Beispiel blocken. Ja, ich kam einfach gerade auch nicht mehr raus. Da ich habe es auch einfach echt nicht benutzt gerade so überhaupt nicht. Das ganze geblockte Scheiß. Und auch die Finisher, die kannst du nicht. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich bin. Ja, da. Links. Ja, aber dass das Feuer dich dann auch verletzt und so. Sorry, ich weiß gerade echt keinen Ausweg mehr, weil ich echt von allen Seiten wieder geraped werde und es einfach viel zu viele wieder sind. Nee, macht nichts. So ein bisschen Hentai. Mach mir direkt nochmal drauf. Ich hab ja Glück. Okay, jetzt sind sie kurz davor gekommen. Alter! Oh, war das ein Lack, ey! Dafür gibt's einen Brofist, mein Freund. Oh, verdammt, Alter, geil. Alter, war das gelackhort, das ey. War wirklich, aber. War das knapp, ey, wieder. Natürlich die alte Schule. Ja, erstmal nach rechts rüber, Junge. Des Smokers. Guck mal, ob da nochmal was ist. Nee, ich glaub nicht, dass da neue Kisten kommen. Ja, ich dachte, er hat sich vielleicht was. Getan. Gereckt oder so. Zack! Boah, das war wirklich. Ey, das ist eine Sekunde später irgendwie, ne? Und.